Willkommen hier zur Mick Schumacher Karriere. Wir sind dieses Mal in Spanien und ich habe ehrlich gesagt wirklich eine große Hoffnung, denn nach dem Rennen in Monte Carlo, was ihr euch unbedingt rechts oben angucken müsst, falls ihr es noch nicht habt, bin ich echt sehr hyped auf das heutige Rennen. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel und schaut euch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Aber ja, ich bin mega hyped. Das Qualifying ist natürlich verdammt wichtig hier, aber generell Spanien, eine Strecke gerade nach dem Umbau, 4,6 Kilometer, 14 Kurven und eine unfassbar tolle Strecke. Wir haben wirklich alle Kurventypen hier, zwei DRS-Zonen und generell bin ich eigentlich ziemlich gut gestimmt. Wir gehen mal in die Qualifying-Runde rein. Lance Stroll aktuell auf dem Pole-Kurs, aber auch wir ziemlich gut unterwegs. Die ersten Upgrades tragen also ihre Früchte. In Turn 1 zu weit neben die Strecke gekommen, das war gar nicht gut. Damit, ja, habe ich ehrlich gesagt eher nicht gerechnet, dass wir da so weit nach hinten fallen und jetzt direkt auf dem letzten Platz herumschimmeln. Max Verstappen macht das, wo er eigentlich ja aufgehört hat. Und wir sind hier schon mit einer halben Sekunde Rückstand weit abgeschlagen. Das war echt kein guter erster Sektor. Jetzt müssen wir uns da ein bisschen zurückarbeiten. Innen bleiben, nach außen tragen lassen. Schwierigkeit 95, Traktionskontrolle, Mittel und selbst schalten und bremsen. Falls ihr euch fragt, also hier rauf. 13. Platz, jetzt diese schnelle, ja, Kops-ähnliche Kurve. Ich traue mich da auch nie links zu weit rauszukommen. Da wären sicher noch ein paar Tausendstel drin gewesen. Doch im zweiten Sektor habe ich dann nur noch einen Halbzehntel auf Max Verstappen verloren. Das war eigentlich ein sehr, sehr toller und cleaner Mittelsektor. Aktuell mal auf den 10. Platz und da kommt der Rutscher und er hat auch jegliche Chance auf unter Top 10 zu kommen. Das ist dann, wenn die letzte Kurve gut funktioniert, 13. Platz, 12. Platz, okay. Wir gucken uns auf jeden Fall mal an die Startausstellung. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Perez, Hamilton, Norris, Oscar Piastri, Leclerc, Fernando Alonso, Bottas, Stroll, der Goldjunge, Gasly, Sainz, Hülkenberg, Tsunoda, Albon, Joe, Ocon, Ricardo und Logan Sargeant. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Hier sind wir nun in der Startaufstellung. Ich gehe anders als die anderen hier mit Weiß rein. Lights out und let's go. Der Start in unserer Mick Schumacher Karriere und der verläuft ziemlich gut im Gegensatz zu allen anderen mit Rot. Ja, ich komme hier nicht vorbei an Bottas, der blockiert uns hier so quasi ein bisschen. Jetzt gehen wir aber links außen vorbei, bremst ganz, ganz spät, hab Glück, dass ja auch Bottas hier von Leclerc ein bisschen hops genommen wird. Wir mit dem gelben Reifen hier so ein bisschen allein auf weiter Flur tatsächlich. Doch das ist mir ehrlich gesagt egal, ich weiß genau, was mein Auto kann, beziehungsweise was es eben nicht kann. Und das ist Reifen verwalten oder Reifen lang am Leben halten. Ich gehe lieber auf Gelb und vermutlich dann auch noch auf Weiß, mal gucken, es war eh kein Flügelschaden, aber wenn ich da schon mal die Meldung bekomme, das, was orange rechts unten ist, ist das das Getriebe. By the way, wir haben auch immer noch die ersten Teile drin und das hier im 8. Rennen, also das ist mehr als zufriedenstellend, aber ich glaube auch, dass die Zuverlässigkeit eher behasst. Das Problem ist in Wirklichkeit und nicht eher die Dauer der Teile. Da gucken wir uns noch einmal die Start-Replay an und George Russell hat da tatsächlich die Pole geschafft. Konnte sich dann auch, müssen wir mal abwarten, ob der das bis zur ersten Kurve mitziehen hat können. Ja, hat er. Hamilton auch noch außen. Halleluja, da geht es ordentlich zur Sache. Und wir hier außen an Valtteri Bottas. Aber wie gesagt, natürlich auch mit so ein bisschen Lucky, weil eben auch die anderen, ja, oder halt, weil er eingepfercht so ein bisschen war, ähnlich wie Perez in, ja, wo war das? Wo war denn das letzte Rennen? Ja, ihr wisst, was ich meine, mir fällt es abs, China, sorry, mir ist gerade absolut nicht eingefallen. Ihr kennt ihr das, ich habe die ganze Zeit so Miami im Kopf und, jo, da habe ich das erste Schild mitgenommen. For real, es ist einfach eine Blödheit, diese Schilder neben die Strecke zu stellen. Ich habe so eine leichte Angewohnheit, genau, so ein bisschen neben die Strecke zu fahren, aber natürlich alles in den Track Limits und, ja, dann stehen die da so ganz blöde herum. Jetzt habe ich das nächste niedergefahren. Nein, das war jetzt eh das, sorry, aber ich bin da echt kein großer Fan von, dass man das in die grünen
in diese grünen Sachen dann neben die Strecke stellt. Echt ganz blöd. Wir kommen hier gut aus der letzten Kurve raus und meine Pace ist echt erstaunlich. Ich bin zwar nur auf dem 8. Platz, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die anderen alle mit einem weicheren Satz unterwegs sind. Ich hoffe echt, dass diese Strategie aufgeht, weil 2-Stop will ich mir nicht antun. Ich habe echt Schiss von Spanien, vor allem Spanien-Katar. Das sind diese beiden Rennen, wo du wirklich immer auf die Reifen achten musst und wo auch eine konservative Strategie, sprich weiß auf gelb oder gelb auf weiß, auch schief gehen kann. Falls ihr wisst, was ich meine, Katar ist da wirklich noch schlimmer, aber auch Spanien hat es da schon in sich. Belgien ist auch so ein Kandidat, wo die Reifen mal schnell kaputt gehen. Viele, also eine Strecke halt mit vielen Kurven, aber auch eher verhältnismäßig kurze Runde mit vielen Rundenanzahl ist dann wirklich ein Killer für die Reifen. Viele Richtungswechsel. Jetzt auch mal hier zurück zum Geschehen. Piastri, Leclerc, Perez und wer fährt da ganz vorne? Keine Ahnung, konnte ich noch nicht ganz erkennen. Ich glaube, es ist ein Mercedes. Nein, das ist noch ein McLaren. Das muss dann Norris sein. Die sind so ein bisschen in einem Train. Und dann hat sich eine kleine Lücke getan zu Verstappen, der hinter dem Mercedes, hinter beiden Mercedes ist. Das ist eine riesen Überraschung und ich glaube auch, dass das so in der Form in dieser Season maximal in Brasilien zu sehen sein wird, aber mit der aktuellen Leistung von Mercedes vermutlich nicht mal dort. Jetzt hier Ende dritter Runde, mitten dritter Runde, so jetzt. Wir kommen zwar nicht gerade richtig an Leclerc dran, doch das Gute ist halt, solange wir noch sein DRS bekommen, haben wir auch noch Chancen, sich vor Sainz zu positionieren. Gelbe Flagge, sprich, da scheitert jemand vor uns aus. Nein, 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 da wird einer langsam. Es ist Lando Norris, Leute. Das ist tatsächlich ein richtig gutes Geschenk, weil wir jetzt auch durch dieses, ja, die sind ein bisschen beide vom Gas runtergegangen. Ich glaube auch, dass das eher für sie so, ja, wie sage ich denn, so unerwartet kam. Und da bin ich noch froher drüber. Wir sind jetzt nur 4 Zehntel hinter Charles Leclerc, aber auch, ja, Carlos Sainz ist nur noch 2 Zehntel hinter uns. Da müssen wir uns tatsächlich ein bisschen in Acht nehmen. Pushen, aber nicht überpushen. Und Piastri und Leclerc sind hier tatsächlich zum Greifen nah. Aber ehrlich gesagt, auch Perez, der davor ist, hat nur eine etwas mittelmäßige Lücke zu der Spitze. Tut mir natürlich leid für den McLaren-Piloten. Ich kann ja nichts dafür. Aber er schenkt uns somit einen wertvollen Platz, eine wertvolle Position nach vorne. Die Hinterreifen sind schon ein bisschen angegriffen, 17%. Ist natürlich aus diesen immer wieder langsamen Kurven raus beschleunigen. Das Auto ist halt generell noch nicht gerade das Beste, aber ich freue mich halt schon, dass wir quasi um Punkte kämpfen können. Ich bin auch eher überrascht, dass wir schon mit einem Ferrari da mithalten können. Ja, ist natürlich klar, dass ich bei der Startphase, wenn ich den dann nicht überholt hätte, dann wäre es zu nichts gekommen. Aber trotzdem muss ich ehrlich gesagt sagen, dass wir dann 5 Runden lang diese Position halten können, kam für mich sehr unerwartet hier. Ich gehe mal in die 6. Runde rein, Leute, und es hat sich nicht viel getan. Alle hier vor mir noch da, aber Leclerc hat sich ein bisschen abschütteln lassen. Wir kommen hier im Windschatten in einem Haas mit Ferrari-Kundenmutter. Sorgen wir uns hier an Leclerc dran und es reicht nicht ganz, um vorbeizugehen. Aber wer bremst später? Wir haben die bessere Bahn. Und übernehmen hier tatsächlich den 6. Platz in einem Haas. Ich bin sehr zufrieden. Ja, vor mir ist ja leider jetzt eine Sekunde. Das muss ich ehrlich gesagt schnell irgendwie egalisieren, denn wenn ich da diese Sekunde nicht irgendwie aufholen kann, und so sieht es echt nicht danach aus, wird es ziemlich schwierig gegen Leclerc und Sainz, und ich frage mich, wie lange die KI noch mit dem roten Satz fahren kann. Meine gelben Reifen, die 1 Grad härter sind,
haben schon 35% vorne links und ich merke das leider auch schon und komme dieser KI einfach nicht mehr hinterher. Entweder habe ich einen gottlosen Reifenverschleiß oder die einfach einen perfekten Reifenverschleiß oder fast keinen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich rutsche hier rum in manchen Kurven. Ich bin kein Top-Team, aber ich weiß auch, dass ich mit der Ferrari never in my life 10 Runden ausgehalten hätte auf einen verdammten roten Satz Reifen auf einer Strecke wie Spanien. Das ist wirklich sehr, sehr bewundernswert. Keiner in die Bau, doch der erste Ferrari ist abgebogen. Der ja, arbeitet so ein bisschen an dem Undercut. Ich habe mir das ERS aufgespart bis auf Startziel, konnte mich da vorne halten. Apropos vorne, da gibt es jetzt einen engen Fight zwischen Sergio Perez und Lewis Hamilton. Nebeneinander geht es hier rein und da bin ich sehr gespannt, wie diese Situation ausgehen wird. Hamilton zieht jetzt mal den Kürzeren, obwohl der eigentlich die ganze Zeit vor Verstappen war, hat er jetzt richtig abgebissen. Verstappen führt jetzt aktuell, aber das wirklich mit einem komfortablen 3 Sekunden Vorsprung. Also das ist wirklich enorm, wie sich der da jetzt absetzen konnte. Die Mercedes anscheinend jetzt die Reifen komplett durch. Ist natürlich klar, jetzt hast du so ein bisschen diesen Point of ja, don't knowing. Also du weißt nicht, sollst du jetzt auf Gelb gehen? Weil wenn du jetzt reingehst, wirst du vermutlich auch teilweise auf Weiß gehen. Wir gehen hier mal rein gegen Lewis Hamilton. Ganz spät angedeutet, aber Hamilton hat nicht ganz den Scheitel getroffen. Wir übernehmen jetzt hier mal kurz den 5. Platz. Lang wird das nicht mehr gut gehen. Ich bin auch im Überlegen, soll ich jetzt schon reingehen? Ich bin gespannt. Jetzt 12. Runde und ich glaube, die Box wird allmählich immer näher kommen. Ich bin hier weit neben die Strecke gekommen. Komm hier, oh mein Gott, Leute, wir fliegen hier fast ab. Guckt euch das mal an. Ich komme hier beim Exit weit neben die Strecke und da war es tatsächlich ganz, ganz knapp, dass ich hier, boah, das war echt hardcore, ab in die Box, Leute. Das war mein Warnsignal. Wir gehen in die Box rein. Hatte schon diese Kurve zuvor keinen richtigen Scheitel mehr getroffen, aber dann hier war der Exit wirklich richtig schrecklich. Alonso vor mir rausgekommen, aber der kämpft mit Hamilton und genau davor ist Charles Leclerc. Also quasi alle, die mir überholt haben, sind jetzt wieder zurück und ich bin auf ganz crazy Sache, weil diese gelben Reifen eben so lange gehalten haben, konnte ich mich tatsächlich nicht für weiß entscheiden, wie ich das anfangs wollte, sondern bin hier tatsächlich zum Reifenflüsterer geworden und auf den roten Reifen gegangen. Ob sich das nicht als richtig schlechte Entscheidung rauskristallisieren wird, weiß ich noch nicht. Aber aktuell mal fühlt es sich tatsächlich genial an. Ich habe 13 Runden ausgeharrt auf diesen gelben Reifen und konnte mich hier tatsächlich mit dem wunderbaren roten Reifen belohnen, würde ich mal fast sagen. Da bin ich tatsächlich richtig, richtig erstaunt. Ich freue mich da gerade richtig über mich. Und wir müssen hier jetzt mal gegen Alonso. Ich glaube, das sollte jetzt auch nicht eine große Schwierigkeit werden, gegen den Matadore hier uns durchzusetzen. Letzte Kurve, viel Schwung mitgenommen. Das ERS ist aufgedreht. Der Alonso. Und bye bye. Wir gehen hier tatsächlich als erster rein in die Kurve und bleiben hier auf dem 7. Platz. Charles Leclerc jetzt vor uns. Den sollten wir uns auch noch catchen. Und ich glaube auch schlicht und ergreifend, dann ist es vorbei. Aber ehrlich gesagt, ich bin richtig froh. Purple, erster Sektor. Grün, zweiter. Letzte Kurve nicht gut erwischt. Windschatten hier. Und Charles Leclerc, wir zupfen ganz spät raus. Und da sagen wir mal Tschüss zu diesem beschissenen weißen Reifen. Wir bleiben auf dem 5. Platz. Das ist einfach nur insane. Leute, das ist insane. Ich bin unfassbar zufrieden. Dann gucken wir uns das noch einmal an. Das war tatsächlich echt blöd. Ich war eine Kurve zuvor schon ein bisschen zu weit draußen. Konnte dann den Scheitel nicht ordentlich erwischen. Wollte dennoch die Kurve mit Fullspeed durchfahren. Und ja, räumt da nicht nur das Schild ab, sondern hebe da tatsächlich in einem Bogen ab. Das ist aber ehrlich gesagt mir noch nie passiert. Also ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das tatsächlich so ein leichter Bug vom Game war. Also das muss jetzt nicht heißen, dass ich da... Ich weiß nicht, also mir ist es noch nie passiert. Ich habe das tatsächlich noch nie erlebt in dieser Form. Dennoch war es für mich bis jetzt echt ein super Rennen. Ich konnte mich mit dem gelben Reifen beim ersten Stint richtig lang durchhalten. Bin dann hier auf diesen roten Reifen gegangen, der uns hier sogar zur schnellsten Rennrunde gebracht hat. Und an Alonso, an Leclerc vorbei und auch an Hamilton vorbei. Also wir lassen da wirklich viele Weltmeistertitel hinter uns.
Da war es sogar eng, das sah vom Cockpit aus gar nicht so eng aus gegen Fernando Alonso. Aber wir wissen natürlich, der Mann ist ein Oldschool-Racer, wie er im Buche steht. Der Mann will immer das Maximum rausholen, ist ein konstanter Fahrer, hat eine unfassbar stronge Base. Apropos, wir sind jetzt quasi in der Mitte. 18. Runde, uns fehlen jetzt noch 5 Runden und der Rest von dieser. Ich bin 1,8 Sekunden von Charles Leclerc weg, nur 2,6 von Perez, bin auf den 6. und nicht auf den 5. Platz. Sorry, ich glaube 5 habe ich vorhin gesagt. Wir sind hier tatsächlich irgendwo im Nirgendwo. Hinter uns können wir noch Leclerc weghalten. Ich denke aber auch ehrlich gesagt, dass ich jetzt schneller fahren sollte als jemals zuvor, denn Leclerc wird mit dem weißen Reifen ja die nächsten 2-3 Runden in sein Betriebsfenster drin sein und dann auch noch locker eine halbe Renndistanz damit abliefern können. Also wenn ich mal gucke, wo die mit dem roten Reifen oder wie lange die mit dem roten gefahren sind. Ja, wir sind in der 20. Runde, 1,2 Sekunden, mittlerweile nur noch vor Charles Leclerc, jetzt sogar unter einer Sekunde in dieser Kurve. Also das wird noch einmal ein Zittern rein, es hat uns auf den 6. Platz vorgebracht. Doch wie viel müssen wir noch in diesen Endphasen, Final-Runden opfern, um diese Strategie noch gut zu machen? Ehrlich gesagt würde ich sagen, Charles Leclerc könnte noch durchschlüpfen, wenn ich es nicht schaffe, ihn da auf dieser langen Geraden immer hinten zu halten. Bis jetzt ist mir immer gelungen, ihn gerade auf Startziel von DRS fernzuhalten. Ich glaube, wenn der einmal im DRS drin ist, bin ich am Arsch. Aber jetzt bin ich ehrlich gesagt noch so ein bisschen im Entspannungsmode. Da können wir tatsächlich noch ruhig gewissens zurückblicken bei 1,5 Sekunden Rückstand. Freue mich auch Sainz, der ist nicht besonders weit weg. Also die roten Reifen haben dann tatsächlich vom Abtrieb und auch von der Lebensdauer her kaum einen Unterschied mehr zum gelben Reifen. Also das wirklich wundert mich auch nicht mehr, warum viele den weißen jetzt bevorzugen. Der ist auch ein Ticken weicher geworden, hält jetzt nicht mehr ewig lang wie damals, aber ist jetzt auch kein verhasster Reifen mehr. Max Verstappen ist in der Box, Charles Leclerc ist mittlerweile im DRS-Fenster angekommen, unsere Reifen sind komplett tot, aber es reicht. Mit kaputten Getriebe, Motor und innigen Reifen kommen wir hier als Sechster über die Ziellinie. Ich bin froh, ich bin stolz, ich freue mich extrem, das war tatsächlich eines der wichtigsten, spannendsten und auch tatsächlich besten Rennen. Wir haben eine so krasse Pace. Auch mit diesen abgelutschten gelben Reifen konnten wir da am Anfang noch gut mithalten. Erster Stint war natürlich ja prägend für das, was uns dann im zweiten erwartet hat. Verstappen mit dem Weltmeisterhelm. Sehr interesting. Ist mir gar noch nicht aufgefallen, dass der mit diesem Helm jetzt Standard im Game herumfährt. Hat man das geändert? Ich bin mir gar nicht sicher, ob oder wie lang das schon ist. Sorry, habe jetzt das erste Mal darauf geblickt. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Hier haben wir nun das Final Classement, wir sind 6. Platz und nehmen wertvolle 9 Punkte und die schnellste Rennrunde mit einer 1.14.5. Wir waren nur 25.000stel schneller als Verstappen, das hat aber gereicht. 14 Punkte ist ja in der Weltmeisterschaft vorne. Konstrukteurs-WM sind wir gut 5. Platz, ich bin sehr stolz drauf. Es war ein unfassbar stronges Wochenende und ich freue mich auch schon extrem auf Kanada, das uns im nächsten Rennen erwarten wird. Also, es kann nur bergauf gehen. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel. Wir haben noch keinen Rivalen. Das wird jetzt auch noch in der nächsten Zeit vermutlich hier zur Auswahl kommen. Ein paar Upgrades werden noch fallen. Die letzten haben uns richtig nach vorne gebracht. Und ich bin echt stolz. Ich möchte diesen Vordermarsch weitermachen. Ich meine, alleine die nächsten ein, zwei Rennen könnten theoretisch uns nochmal so viele Punkte bescheren. Ich denke mal, auch Haas wird, oder wir werden mit dem Haas gerade in Kanada und auch
Belgien. Das sind halt meine Strecken, die ich extrem liebe. Silverstone ist ein großes Fragezeichen. Da geht es auf Pace und Reifen. Ich bin da sehr gespannt auf jeden Fall. Schaut gern auf IT-Gaming auf TikTok vorbei. Auf Instagram vorbei, auf IT-Tobi auf TikTok. Und falls ihr es noch nicht habt, würde ich mich gern über ein kostenloses Abo freuen. Auf hier und macht doch gerne das Däumchen nach oben weg. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.